So, Fräulein. Da. Merle, weg hier. Hey, Sam! Hey! Du meine Zimmelmann! Das gefällt mir so nicht. Wer knault hier an meinen Böcks? Moment. Moin Leute, ich bin Heike vom Landhof Carstensen in Galmsbüll, Nordfriesland. Ich bin 24 Jahre alt und wir sind ein Familienbetrieb in dritter Generation. So, Schalk die Hölpen. Unsere Familie hier auf dem Hof besteht aus Papa Peter. Ich sage zu den Kindern, wenn wir am Schafejagen sind oder sonst irgendwas, ein Stück Tau hat man immer in der Tasche. Mama Brigitte. Wenn ich am Käsen bin, dann trinke ich auch immer eine Tasse Molke. Ich hoffe, dann werde ich 100 Jahre alt. Meinem Bruder Christian. Ich habe ihn zu kurz gestartet. Mit seiner Frau Conny. Wir haben uns auch bei der Arbeit kennengelernt, beim Schafeimpfen. Und deren Kind Tore. Tore, du schaffst Achtern sitten. Du hast mir einen Platz. Du schaffst Achtern drin, Tore. Hier, wie Mama. Tore. Und zu guter Letzt haben wir natürlich unseren Hofhund Enno mit dabei. Du bist so ein kleiner Schmusebär, ne? Und hier kommt die mit dem schiedigen Moos. Teilweise, da. Ui, 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 ui. Bäh. Nee, aber das ist das schön. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Feld. Da sollen wir nämlich einmal Schafe jagen. Denn morgen kommt der Tierarzt und dann werden die einmal geimpft. Und das ist halt eine Fläche, wie ihr es vielleicht gerade gesehen habt, die ist ein bisschen größer und verwinkelt und mit Zäunen und hier und da. Und hast du nicht gesehen? Und deswegen müssen wir da irgendwie viele Leute haben, dass wir die gut stressfrei zusammenkriegen. Mal gucken. Na? Pustig. Ja. Das Schafejagen an sich ging richtig gut. Also in einem Rutsch haben wir direkt alle eingefangen. Kennen wir sonst bei so einer Fläche und so einer Größe der Herde auch anders. Aber wir waren genug Leute, sodass es dann fix ging. Und mit dem Quad ist das ja auch super, dass wir die da gut gejagt kriegen und schnell genug sind. Da musst du ja echt zügig handeln und nicht viel nachdenken, sondern einfach machen. Knault hier an meinen Böcks. Hey! Im ersten Anlauf. Opti. Gut, bis später. Die ersten beiden Hänger sind voll. Die fahren die schon mal nach Hause. Ich habe den Betrieb 2017 übernommen von meinem Vater. Mein Vater hat früher mal konventionell gearbeitet und wenn ich dann um die Ecke kam und gesagt hätte, dürfen wir jetzt aber nicht mehr, weil das nicht erlaubt ist, dann war es schon mal so, ja, haben wir früher immer so gemacht, ne? Ja, zuerst fiel das schwer, das Ruder abzugeben an meinen Sohn, weil die jungen Leute ja doch andere Ideen haben und andere Vorstellungen haben von so einer Führung von so einem Betrieb. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Dementsprechend auch mein Vater. Und wenn ich dann was verändern will und das beeinflusst ihn, dann wird diskutiert, ne? Warum, wieso, weshalb. Ich musste mich auch schon beweisen, so Papa, ich kann Träger fahren und vertraue mir da oder ich möchte so gerne Schafe scheren lernen. Nur Papa sagt, ich bin zu schwach dafür. Und dann haben wir auch oft am Küchentisch diskutiert und dann sagte Mama auch, man muss das nicht immer in den Armen haben, es reicht auch, wenn man es im Kopf hat. Ja, ich musste auch schon mal zugeben, dass mein Vater recht hatte. Ne? Das muss man einsehen. Also genauso sieht er auch ein, wenn ich mal recht hatte. Also da, und das wird dann auch offen gesagt, das ist gut. Also er kommt dann auf einen zu und sagt mir, hast recht gehabt. Ne? Man muss die Jungen auch machen lassen. Das ist ganz wichtig.
irgendwann wird das hoffentlich auch soweit sein. Mein Papa sagt so, oh, nun schaffe ich das doch nicht mehr, den ganzen Shop zu scheren, kannst mir nicht noch gar mal helfen, so. Dann wird er dankbar sein, dass er mir das beigebracht hat. Papa und ich, wir sollen jetzt erstmal losstarten und die Schafe füttern. Dazu müssen wir erstmal das Heu aus der alten Halle holen und dann bringen wir die runter in den Kuhstall. Und der Tierarzt kommt auch noch, da werden unsere Schafe geimpft. Aber das seht ihr dann ja alles nachher. So, nun hier in der Halle drin, ich gehe jetzt hoch auf die Böen und dann schmiede ich Heu rein. Du bist hoch, ja. Ja. Und dann nimmst du die Stufkor und dann packst du die Ballen drin in die Stufkor dann, ne? Jo. Wirst du alle FIFA irgendwo mit haben? So jetzt, gut. Jetzt und dann bist du vor, ja. Ja, ich vor. Oh Gott, oh Gott. Alles klar. Sonst holst du Bienen, ne? Ja. Moin, gut. Mädels! Immer beim Knoten, dass man das Tau auch mal wieder verwenden kann. So, Maggies, dann kommen wir alle ran hier. Das schmeckt. Feine Heu, das haben wir letzte Woche erst eine Hus geholt. Heute ging es darum, dass unsere Schafe geimpft werden sollten. Und dazu brauchen wir natürlich jedes Tier, was eine Spritze bekommen soll. Du alte Zimmelmann! Da muss man natürlich auch die letzten 5 mit einfangen. Eine kleine Herde lässt sich deutlich schwerer einfangen als eine große. Das hat man gemerkt. Kurze Planänderung. Wir holen mal das Quad. So. Das hast du sehen, das klappt nicht so. Musst du rennen. Erst muss wahrscheinlich der eine will ja. Und dann würden die anderen müssen den Bogen an der Böhme längs, an der Kante längs ja. Und dass sie dann drin kommen. Dann Volk liegst hier so rum und dann musst rum. Du wahrscheinlich, da du sie auch müde jagen musst, erstmal kicken dann, ne? Gucken, ne? Jetzt haben wir sie fast müde und nun muss man auch beibleiben, dass man die dann auch kriegt. Dann, ne? Mal sehen, was Heike nun macht. Sonst muss ich da noch mal rauf und dann gibt es kein Erbarmen. Wir sind da so ganz doll hinterher, dass wir die wirklich auch jetzt heute kriegen, weil das ist Mutterschaf mit ihrem Lamm und das ist ein Bocklamm. Mittlerweile kommt irgendwann die Geschlechtsreife und wir wollen ganz stark vermeiden, dass dieses Mutterschaf irgendwie doch noch gedeckt wird von ihrem eigenen Lamm. Deshalb müssen wir jetzt zusehen, dass wir sie kriegen und ich muss mal schnell hinterher. Guck mal, hatte ja Glück mit dem Tau, dass ich das Lamm anbinden konnte. Und hätte sie sich hingeworfen, da hätte ich sie geschnappt und auch hier mit, ich habe noch mehr Tau da, hätte ich sie irgendwann am Quad angebunden und dann mit dem Viehanhänger geholt. Aber nun kannst du mal sehen, nun haben wir sie. Man soll beibleiben. Wenn man sie schon so weit hat, muss man beibleiben. Also, wir haben heute hier Footwax und Chlamydien zu impfen. Jawohl. Die spenden die gerade schon mal ein für uns. Ja. Das ist die Footwax-Gruppe, also damit fangen wir an. Wunderbar, dann arbeiten wir uns mal durch. Ja, genau. So, Maggie. Ja, ihr seid auch echt Helden, Fräulein. Schafe sind stur. Könnt ihr hier auch noch ein Stücken? Oh, Mädels, das ist jetzt so Mäusemelken. Und du auch. Wie doof kann man sein? Wir impfen jetzt hier eine Herde von 60 Schafen gegen die Krankheit Mutterhinke. Das ist an den Klauen, dass sie zwischen den Klauen einfach keine Krankheit bekommen. Denn hier oben in Nordfriesland sind die Flächen draußen sehr, sehr nass im Winter. Und da sammelt sich natürlich der Keim
Und das wollen wir dann vermeiden, dass unsere Tiere krank werden. Wir sind ja ein Demeter-Betrieb, das heißt, wir wollen zu viel auf Antibiotika verzichten. So, Kinder sind Leute. Letzte Tiere rennen und ruht, okay? Du machst da das Tor, ich hab hier das Tor. Jo. Genau. So, durch, Mädels. Genau, und dann werden sehen, wie sie rot laufen, weil dann gleitet los. Dann kriegen sie da doch mit. Michael, ja. Wollt ihr von hier filmen? Heike, hörst du mal Duck, bitte? Ja. Ignoriert die Kameras, Leute, deren Job und ihr mucken jetzt diesen Job hier. Okay. Oh, wirklich jetzt? Können wir irgendwie ein anderes System machen? Ja, das wollte ich von Anfang an. Wessen Idee wäre das denn, die deine ganze Zeit? Nächste. Heike, nächste. Rennen, klettern und Hut holen. Ich versuche gerade nur die Situation zu optimieren. Ja, genau. Also am besten wäre da die Gang nur Toto mucken. Ja, genau. Das und einfach so in der Gruppe hier zu impfen. So wie wir es immer mucken. Machen wir. Streit in der Familie ist scheiße. Schnauzt man sich auch schnell mal an oder sagt, nee, nun mucken wir das so oder mucken wir das doch so. Und dann, oh, jetzt mucken wir das doch, wer da so wie ich das von Anfang an sagt. Da muss man auch aufpassen. Ne? Es darf nicht zu rau werden, weil wir halt eine Familie sind. Wir sitzen nachher alle wieder zusammen am Essenstisch. Da sollte die Stimmung nicht zu sehr angeknackst sein. Man sagt dann so, dass ich das jetzt so gesagt habe, war nicht so gemeint. Aber das kommt vor, das kommt und geht. Und dann ist auch wieder alles gut. Dafür sind wir immer noch eine Familie und Familie ist das Wichtigste, was es gibt. Und da muss man einfach zusammenhalten. Uiuiui! Also am besten nicht einmal weggucken, sondern ja. einfach nur da reingucken, als ob ich da drin wäre. Naja. Schön, dass ihr da mit dabei wart. Schön, dass ihr mit dabei wärt. Und ich hoffe, dass ihr das Video gefallen hat. Und ich will hoffen, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt. Wird. Ich hoffe, dass ihr diese Like gefallen hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal auch abonnieren.